Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. So, heute dreht sich alles um den So-Long zu Finas Kleid. Und wer mich auf Instagram oder Facebook verfolgt, der weiß ja, vielleicht schon, dass ab dem 1. Februar bis zum 14. Februar ein gemeinsames Nähen wieder stattfinden wird. Und wir nähen zusammen Finas Kleid. Das ist das hier. Das ist wirklich einer der absoluten Dauerbrenner in meinem Programm und auch einer, ja, einfach eurer Lieblinge. Und ja, mein Vorsatz für 2020 ist, wir müssen einfach wieder mehr zusammennähen. Und deswegen habe ich mir gedacht, zack, wir gehen Finas Kleid wieder an. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff überhaupt schon kennt. Also normalerweise würde man sich ja irgendwo außerhalb zum Nähen treffen. Da wir ja irgendwo über Deutschland verstreut wohnen, ist das irgendwie schwer umzusetzen. Also machen wir das Ganze einfach virtuell. Und zwar auch ganz einfach, indem ich euch Videos gedreht habe und verschiedene Schritte nochmal erkläre und einfach, ja, wir uns Schritt für Schritt durch die Anleitung arbeiten und zusammen eben einfach ein Finas Kleid nähen. Ja, das habe ich schon mal gemacht mit euch und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es ist eben auch gerade dann für diejenigen was, die das Schnittmuster nähen möchten, aber ja, einfach noch so ein bisschen Skrupel haben oder sich unsicher fühlen, wenn es ums Biesennähen geht oder um das Kragennähen und ja, einfach um die Feinheiten. Und außerdem macht es einfach mehr Spaß, wenn man zusammennäht, ne? Genau. Ich habe mir auch ein paar Sachen noch aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Das soll nämlich hier eine offizielle Einladung. Und ich hoffe, dass wir sind jetzt 120 Leute in der passenden Facebook-Gruppe und über 220, die sich bei mir per Mail angemeldet haben. Auch krass. Also wir sind schon richtig viele. Ich finde es total klasse. Und das sind nämlich auch die zwei Varianten, die euch zur Verfügung stehen. Also, ganz klassisch wurde das früher immer auf Facebook gemacht. So. Auch da machen wir es wieder, weil ich die Facebook-Gruppe vom letzten Mal einfach wieder reaktiviert habe. Denn da sind ja auch schon ein paar Fragen drin, die beantwortet wurden beim letzten Mal. Da sind schon ein paar Tipps und ein paar Tricks drin und es ist halt für jeden schön, der sich da schon mal durchsuchen möchte. Außerdem gibt es genug, die einfach eh schon auf Facebook unterwegs sind und ja, da dann einfach sich nur in die Gruppe einklinken müssen und eben da dann immer benachrichtigt werden, wenn ich irgendwas Neues zu sagen habe, die Fotos posten wollen zum Beispiel von irgendwelchen Problemchen, die sie haben oder wenn sie Fragen stellen wollen. Also deswegen ist das, finde ich, immer eine ganz schöne Angelegenheit. Der einzige Nachteil an Facebook ist, zum einen, ja, es ist Facebook, ne? Ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der Fan von, und es wird auf die Dauer unübersichtlich. Also je mehr Beiträge eben reinkommen, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Und es hat halt den Vorteil, dass es relativ einfach ist, da reinzukommen. Aber ich meine, wir kennen alle Facebook, ne? Das mit den Benachrichtigungen ist auch immer eher so ein Glückstreffer, dass man auch wirklich eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich dann was Neues hochgeladen habe. Ja, deshalb, ich habe die Gruppe reaktiviert und das ist Variante Nummer 1. Ich habe mir aber genau aus den Gründen auch noch überlegt, das Ganze auch per Mail zu machen. Das heißt, Variante Nummer 2 oder auch zusätzlich zu der Facebook-Gruppe ist eben, dass ihr euch über den Link, den werde ich unten in der Infobox mit reinsetzen, einfach bei mir mit auf die Liste setzt und dass ihr alle News
alle neuen Nähschritte einfach direkt in das E-Mail-Postfach reinbekommt, auch mit den passenden Links oder eben auch mit den passenden Videos schon drin. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß die sind und ob ich die eben, wo ich die hochladen kann. Aber dann ist es eben einfach immer frisch im Postfach drin und es ist, finde ich, auch einfacher für jemanden den Überblick zu behalten. Ihr könnt die Mails einfach in einen Ordner reinschicken oder reinschieben und dann eben ja, habt ihr sie ja schon chronologisch geordnet und könnt eben dann da auch in einem halben Jahr immer noch super nachgucken und habt alles auf einen Griff, auch offline verfügbar. Und ja, also ich denke, das ist auch eine super Lösung eben. Genau, das wäre Variante Nummer 2 oder eben beides zusammen. Also da, ne, es sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. So, jetzt kommen wir zum Schnittmuster. Genau, Finas Kleid. Ja, also, das heißt ja nicht umsonst auch Finas Kleid. Ich liebe dieses Kleid. Und ja, das kann man eben auch als Kleid oder auch als Tunika nähen, also als Bluse. Und in vielen verschiedenen Varianten. Ich werde ein Lookbook dazu nochmal machen und auch hier verlinken. Ja, und dieses Schnittmuster gibt es bei mir im Shop in 3 Varianten. Einmal als E-Book, das heißt eben, ja, kaufen, der Link kommt nach Hause und man kann sich das Ganze runterladen. Das E-Book enthält die, natürlich die Anleitung und einmal das Schnittmuster in A4 Größe, also zum Zuhause ausdrucken, zusammenkleben und dann ausschneiden. Und aber auch die Plotdatei. Also ihr könnt das Ganze auch eben im Copyshop plotten lassen oder online plotten lassen und habt dann eben den großen Bogen und könnt dann da ausschneiden oder wie auch immer. Nummer 2 ist das Papierschnittmuster. Und gut, jetzt nicht wundern, das ist hier die Bluse Greta. Ihr habt mich ein bisschen leer gekauft. Ja, ich bin da natürlich sehr froh drüber. Aber ich habe jetzt hier aktuell, logischerweise super vorbereitet, kein Schnittmuster mehr von Finas Kleid. Aber das Papierschnittmuster enthält einmal logischerweise die, das geplottete Schnittmuster, dann eine ausführliche Anleitung mit den einzelnen Schritten und hinten ist dann auch nochmal eine Seite mit Designbeispielen. Genau, das ist einmal zum Anfassen, zum neben sich hinlegen, zum drin blättern, so ganz klassisch. Und dazu gibt es eine Mappe, die ist auch abheftbar, sodass man sowohl das Schnittmuster, die Anleitung, als auch eben das, was man so abhaust, da drin unterbringen kann und dann wunderbar Platz sparen zu Hause abheften kann. Und eine ganz neue Variante, Nummer 3 vom Schnittmuster, ist die Variante des E-Books mit dem gedruckten Plot. Das heißt, du kaufst das E-Book mit gedrucktem Plot und hast dann sofort den Link zum Download des E-Books. Das heißt, du kannst schon mal drin stöbern, dir die Schritte angucken, ja, die Nähschritte angucken, vielleicht auch schon mal einen Blick aufs Schnittmuster werfen, wie auch immer. Aber ich schicke dir dann, ne, die Variante hier mit dem gedruckten Plot eben auch nochmal per Post zu. Und das Ganze ist dann auch, ja, zum Abpausen, zum Ausschneiden, wie auch immer, da. Genau, das wäre Variante Nummer 3. So, wichtig ist sonst natürlich, dass das Ganze für dich absolut kostenlos ist. Du solltest natürlich das Schnittmuster besitzen, wenn du mitnähen möchtest. Wie gesagt, das kriegst du bei mir im Shop. Aber ansonsten ist das Ganze kostenfrei. Und ja, genau, du kannst auch gerne bei der, beim Sew-Along mitmachen, wenn du nicht mitnähen möchtest. Aber natürlich dich dafür interessierst und mit dem Gedanken spielst, Finas Kleid zu nähen,
Und dann bitte auch auf jeden Fall anmelden oder in die Gruppe kommen, einen Blick drauf werfen und ja, vielleicht hast du ja dann Lust, das Ganze auch zu nähen. Genau. Ja, das war's dann auch schon. Ich freue mich auf eure Anmeldungen. Das ist auch immer total cool. Irgendwie ist es so, dass man doch einen ganz anderen Kontakt zu den, ja, zu den, sag mal einfach Mädels bekommt, die da mitnähen. Und ja, ich liebe einfach den Austausch und ich finde das total klasse. Und das wird auch nicht der einzige So-Long bleiben dieses Jahr. Also da werde ich mir noch einige einfallen lassen. Und vielleicht sogar ein paar zu den neuen Schnittmustern, die kommen. Das wäre auch mal cool, oder? Dass wir einfach gleich ein neues Schnittmuster zusammen nähen. Lasst mich drüber nachdenken. Ja, also, jeder, der möchte, kann sich anmelden. Es ist absolut kostenfrei. Das Einzige, was du dir zulegen möchtest, wenn du nicht nur die Nähschritte sehen möchtest und nicht nur sehen möchtest, wie man einen Stehkragen näht oder wie die Manschetten genäht werden oder wie die Biesen genäht werden, sondern wenn du am Ende, am 14. Februar, wirklich dein Finas Kleid anhaben möchtest, dann brauchst du das Schnittmuster. Genau, und das gibt es bei mir im Shop. So. Aber das war dann auch die Investition. Genau, und das war dann auch das Video für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag weiterhin. Ich werke weiter an den Videos, denn ja, die nächsten Tage wird dann gleich nochmal eins online gehen in Vorbereitung, damit wir dann am 1. Februar starten können. Ja, das war's. Bis dann. Ich hoffe, wir sehen, lesen, wie auch immer uns und ja, allen, die mitmachen. Und mir wünsche ich einen wunderschönen So Long. Ich freue mich echt wahnsinnig drauf. Ciao.